wenn jetzt die Wahl ist, bei einem Yusuf Demir zum Beispiel, ob er in der A-Nationalmannschaft oder bei dir dabei ist, wie ist da die Entscheidung? Ja, das läuft über den Sportdirektor, ja. Der dann mit den jeweiligen Teamchefs oder die Teamchefs kommunizieren dann untereinander, aber da gibt es eine gemeinsame ÖFB-Entscheidung. Aber wir hoffen jetzt, dass Yusuf bei der U19 EM bei uns dabei ist, ja, weil auch sonst kein Lehrgang zu diesem Zeitpunkt stattfindet und er wird auch gern bei uns spielen, das weiß ich.